Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Serverprojekt. Mal wieder mit Dimi. Hallo und willkommen zurück zum Serverprojekt auch von mir. Ich lade hier nur noch schnell meine Boots auf und dann ab in den Nether. Ich bin immer noch dabei, jetzt hier die Technik-Ecke zu bauen. Geil, der hat eine Technik-Ecke. Du auch. Obwohl, nee, du hast es nicht in der Ecke. Ich habe einen ganzen Keller aus Technik. Ja, ich werde hier noch mein Sortiersystem und sowas noch einbauen, denke ich. Oder ich mache dafür eine zweite Etage. Also ich würde immer Lager und Keller in einer Ebene haben. Ja, so werde ich es zumindest nicht so viel haben. Genau deswegen. So. Wir müssen... Eine MFE haben wir hier. Lol, irgendwo drin. MFE da. Es wird gerade alles etwas langsamer als sonst. Mit dem Wand, aber macht ja nichts. So, hier nach unten richten. So, und jetzt noch... Oh, ich muss was futtern. Was brauche ich denn für ein Transformer-Upgrade? Upgrade. Da. Oh, oh ich lost on. V-Transformer, uiuiui. Kann man? Ja, kann man was? Aus Juju Matter? Sprich weiter. Netherbricks herstellen. Ich bin etwas langsam, tut mir leid. Netherrack kannst du herstellen. Daraus kannst du dann Netherbricks machen. Ja, im Kompressor, aber das dauert mir zu lang. Ich hätte gern direkt Netherbricks. Aber offensichtlich leider nope. So ein Müll. Naja. Geh mal zu dir und schmelz ein bisschen Eisen ein. Tu, was du nicht lassen kannst. Mal sehen, ich brauche 8. Wie brauche ich? Wenn ich hier fertig mit dem Zauberstab bin, habe ich über 1000 Blöcke Netherrack gesammelt, Alter. Nice. Und 45 noch. Extractor, Mercerator und links. Und er ist genau kaputt, wenn ich noch 27 Blöcke sammeln könnte. Schon irgendwie leicht blöd. So, das müsste perfekt passen. Und warum läuft mein Steam-Download weiter? Ja. Kein Wunder, dass es so ein minimal laggt. Zack. Und los. Jetzt sollte das Ganze weniger verzögert sein. Oh, wow. Back in dein Lampenhöst. Sup und... So. So, jetzt brauche ich Rubber und Gold. Oh, Rubber. Oh, scheiße. Jetzt Gold, ist der Gold. Zauberstab wieder weg. Jetzt heißt... Der hier ist leider kein Stückchen besser. Kein Gold mehr? Ich darf entweder nochmal einen neuen bauen. Ich glaube, das ist das, was ich mache. Ansonsten hätte ich... zwei Stacks Golderz, aber kein Goldbarren. Kann auch nicht sein. Und nochmal zu dir.
Die da einfach bei mir Energie schnorrt. Naja, ja, ich hab sie ja. Ich hab noch keinen Ofen. Eben, ich hab sie ja. Das hat ja alles Ampel. Ja, ich hab das jetzt alles halt zu mir umgebaut. Und muss ich ja erstmal jetzt alles verändern, also wieder anbauen und so ein Scheiß. Und er hatte die ganzen schnellen Sachen, die ganzen Rotary und so ein Scheiß. Wobei die Rotary ja ziemlich kacke sind, wie ich finde. Und genau deswegen mache ich gerade ganz viel Overclocker und so ein Scheiß auch noch. Nom 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 nom. So, meine Schaufel. Wie machst du das? Also, lässt du das Loch für deinen Keller oder machst du da irgendwie einen Abstieg oder sowas? Ne, ich lass das Loch. Ja, ich mach so. Vielleicht auf Dauer noch einen Teleporter dazu, aber das Loch bleibt. Ja. So. Hätten wir das auf Feld ganz auch schon fast geschafft. Wie mache ich das denn jetzt hier mit? Oh, wie macht man denn Goldkabel? Das ist das Simpelste von der Welt. Nee, ich muss also das Goldkabel an sich kriege ich hin, aber das Isolieren. Da habe ich mich gerade gefragt, wie das funktioniert, aber... Das ist doch auch das Simpelste von der Welt. Du nimmst einfach Goldkabel an sich und isolierst sie danach mit Rubber. Ja, aber ich muss ja nicht komplett außenrum, so wie bei den anderen, sondern das so specialartig machen. So, jetzt habe ich das und jetzt Upgrade. Jetzt brauche ich wieder Glas. So. Jetzt brauche ich erstmal Eisenblöcke, Digga. Das wird ein Spaß. Das wird vor allem die protzigste Decke im gesamten Serverprojekt. So, und jetzt nochmal isoliertes. Oh, komm schon. Immer dieses doppelt isolierte Scheißzeug. So. Ja, das macht man doch so. Ah, shit. Electronic Circuit brauche ich dafür. Copper Cable, habe ich davon noch was? Nein! Aber nicht genug. Puh! Nee. Oh, ich bin doch heute einfach unfähig. Ich hab die Stoppuhr schon wieder nicht gestartet. Müssen wir uns das auf mein Zeit... professionell. Ja, Mann, müssen wir uns auf mein Zeitgefühl verlassen. Ich kann auch gucken, wie lange wir aufnehmen. Muss ich halt nur kurz immer aus dem Fullscreen raus. Dann sag mal an. Wir haben bisher 9 Minuten. Coole Sache. Normalerweise müsste das... Wow! Bei meinem Aufnahmeprogramm ja auch funktionieren. Ach, tut es tatsächlich. Okay, alles kein Stress. Ich muss dafür nämlich nicht aus dem Screen. Zumindest jetzt nicht mehr, einmal reicht. Und das Ganze dann nämlich... auch kein Refined Iron mehr. Auf dem Zweitbildschirm laufen lassen. Ja, könnte ich auch, aber... Und mein Jetpack ist leer. Jetzt laufe ich kurz zu dir, um mir 4 Refined Iron zu machen. Ist natürlich schon geil.
Nö, bitte. Und ich warte jetzt, bis mein Jetpack voll wird. Aber ich brauchte sogar nur einen Refind. Ah, ne, doch vier. Dann richtig. So. Und wenn meine Decke da mal fertig ist, kannst du ja mal vorbeischauen und ja, ich war sagen, was du von der wieder weg, ja. Decke aus Eisen hältst. Halt, nein. Brauche ich hier gar nicht. So, dich muss ich. Du musst, du musst, du musst. So, Kupferkabel. Einmal außen rum. Fuck. Was ist denn? Ich verklick mich zu oft. Kenne ich. So, ne, die nehme ich mit. Und jetzt den ganzen Medium Voltage Solar Panel auf jeden Fall. Also den Solar Panel. Hatte doch noch irgendwo ein eigenes da, Low Voltage. Ah shit, den Mars Fabricator muss ich auch noch dann anschließen. Protzdecke go. Oh, ich hätte sogar noch einen MV-Transformer und zwei LV. Und eine MFSU und eine Buildbox und Maschinenblock und Recycler. Wo sind meine ganzen Öfen und so ein Scheiß? Ah, da sind sie drin. Macerator, Electric Furnace. Ja, den brauche ich nicht. Extraktor. Ich glaube, meine Eisenblöcke werden noch nicht reichen. Oh. Mist. Hätte doch noch irgendwo einen Kompressor, den hätte ich doch, glaube ich, mitgenommen. Kompressor, Kompressor, Kompressor. Werden absolut nicht reichen, Alter. Ich kurz mal noch mal zu ihm gucken, ob ich das doch noch liegen lassen habe. Wobei, so absolut werden die doch nicht reichen. Es wird relativ eng. Nee, die werden nicht reichen. Niemals. Ach stimmt, ich wollte mir einen neuen Kompressor machen, weil hier der Zentrifugal-Dings ist. Stimmt, so war das. So, gibt's hier noch irgendwas, was zum Teil mir gehört? So. Was ist denn alles? Ach genau, den Pulverizer und sowas. So, keine Eisenblöcke mehr. Schade, aber wir sind relativ weit gekommen damit. Ja, perfekt. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen Paver. Also Paver, also whatever. Basalt halt. 6, 7, 1, 2, 3... Ja. Ach, brauche ich nicht. So. Wieder ab nach Hause. So. Jetzt hier einen richtig tighten Boden mal eben verlegen. Wenn in echt Fliesen verlegen so einfach wäre, dann würde ich das als Beruf machen.
So. Oh, das hebt trotzdem kurz ab. So, Extraktor kommt nach links. Electric Furnace dahin und Mercerator dahin. So, jeweils ein Transformer-Upgrade rein, damit die nicht explodieren. Immer das Transformer-Upgrade zuerst und dann Strom anschließen. Ja, ja, schon klar. Gegenteilig habe ich mal gemacht und dann... Sowieso Nacht, ich habe keinen Strom. Können wir mal kurz schlafen gehen? Gerne. Wenn ich meinen Ausgang finde. Und ab ins Bett. So, liegt drin. Ich hab's explodiert. Hört sich gut an. Das produziert Strom. Jo, die haben alle Strom. Und jetzt noch ein paar Oberklocker reinklatschen. Ich habe ja 10 Stück, glaube ich. Und wir sind schon bei 936 Eimern Lava. Overclocker. Wie viel? 936 Eimer Lava, die in meinem Tank gespeichert sind. So, was wir jetzt aber noch brauchen, tun, sind diese zwei netten Gerätschaften. Ich glaube, ich baue den Geometallgenerator doch nochmal dran. Falls wir irgendwann mal doch noch Strom brauchen. Das und ein paar Liquidukter. Dann runter. Das Liquidukt hier dran. Den kann man nicht zufällig an- und ausstellen, oder? Wen? Den Geometallgenerator. Thermal. Geothermalgenerator. Ach du Scheiße. Weiß ich gar nicht gerade. Button dran oder sowas? Ich glaube nicht, nein. Schade. Wo habe ich meine Wrench, die ist oben. Ja, Mist. Wobei, so Mist ist das gar nicht. Das ist alles nix, was sich nicht regeln lässt. Die brauche ich nachher noch. Und die Wrench. Wo habe ich denn die verkackte Wrench hingepackt? Ich die hier rein. Ich habe die hier rein. Ja, krasser Scheiß, Alter. Also. Weißt du, warum ich das so mache mit dem Keller und nicht alles oberirdisch habe? Ahnung, nö. So sieht man nicht, was ich schon alles Tolles habe. Ja, aus dem Grund mache ich es auf jeden Fall nicht. Ich finde das einfach so besser, das sieht ein bisschen... sieht cooler aus. Das ist der zweite Grund. So. So, jetzt brauche ich hier die Wrench auf das und jetzt brauche ich nur noch einen Schalter, den ich bestimmt auch oben finde, irgendwo. Wie war das nochmal? Aus dem Extraktor zieht, aus dem Mercerator, man zieht es von rechts raus, aber im Ofen tut man es von oben wieder rein, oder? Ich glaube von links passt schon. Auch von links rein? Nee, oder? Doch, doch. Ich glaube schon. Ich teste das kurz mal. Player. Ich glaube nicht, dass das so war. So, was... Ach ja, hier habe ich das Sortiersystem getestet, stimmt. Nee, das muss unterirdisch hier durch. Dieses, Ach du Scheiße. Mercerator. Das ist ja geil. Speed Mode. Mercerator. Furnace. Oh. Solar Pin. Stückchen kann ich noch.
So, dann müsste man es ja theoretisch mit einem Block dazwischen einfach hinpacken können. Also eins kann ich mit Sicherheit sagen, die Converts reichen nicht. Da brauche ich mehr. Heißt, ich brauche mehr Elektrum. So, Redstone Engine. Oh, habe ich schon. Eine Fackel. Das heißt, ich muss da noch ein bisschen Gold und Silber zusammen reinschmeißen. Oder warte. Redstone Energy Conduit. Doch, Elektrum sage ich doch. Weil Hardened Glass habe ich ja noch. Nee, das wird dann in den rechten Slot reingepackt und nicht in oben da, wo es dann nochmal geschmolzen wird. Was? Verstehe ich nicht. Ich will das ja so machen, dass der... ich pack was Mercerator rein und es wird dann direkt geschmolzen in zu Barren. Ja, ja. Und wenn ich jetzt einfach nur Mercerator, dann eine Wooden Pipe und dann ein den Furnace packe, dann wird das einfach rechts, da wo das fertige Dings reinkommt, hingeschmissen. Hä? Das glaube ich nicht. Doch, test es aus. Ich bin ja gerade im Singleplayer. Das teste ich nachher, Alter. Das teste ich nachher. Das kannst du verwissen. Und wenn das dann nicht so ist, wie du sagst, dann kriegst du solche Schläge von mir. Natürlich. Aber so richtig. Dann schmeiß ich dich hier aus dem Projekt. So muss ich das machen. Ein Cobblestone rein. Wobei, stimmt, kann sein, dass du recht hast. Erinnere ich mich, dass ich da auch mal was gemacht habe und da hat das ähnlich funktioniert. Nur wo hab ich denn jetzt mein hardened Glas hingepackt? So, und das müsste doch jetzt funktionieren. Jungchen. Ah, da hatte ich noch ein bisschen Elektrum. Gut, und wieder Multiplayer joinen. So. Hoffentlich wieder mit Aufnahme. Oder hast du alles durch? Ach so, schon klar. So. Und dann haben wir hier noch 40. Dann brauchen wir noch ein bisschen Redstone. Und zwar muss das in den Magma Crucible. Jungchen, das... Mercerator. Kostet voll ganz schön viel Energie. Das so zu bauen ist gerade doof. Wie mache ich das denn? Herr Kollege, das was ich hier baue ist auch behindert. Ach nö, jetzt ist aus dem Mercerator nur ein Machine Block geworden. Wrench nicht genommen. Ja doch, aber nicht den, nicht... Lossless Wrench Mod. Ja. Doof, doof, Alter, was machst du auch? Mercerator. Aber es ist jetzt nicht das Schlimmste. Aber erstmal mache ich das jetzt hier fertig. Ah, dann lade ich den halt jetzt auf. Geiles Ding. So. Oh Gott. Ding. Junge, Junge, das wird eine Menge Buildcraft-Energie werden. Das kann ich dir verklickern. So. Machine Block. Ein bisschen Cobblestone neben klatschen. 1, 2, 3. Blend. Wobei ich dich eigentlich ungern konstant mit Energie powere.
Ich habe ja nur 4 Stacks Flint. Nur? Nur, ja. Das ist aber ein bisschen wenig, du. Ich auch so. Gut, dann habe ich das Ganze ja schon. Und zwar, wobei, warte, kann man bestimmt irgendwie schöner machen. Nämlich so. Halt, so. Dann kommt. Ich bin gerade so doof. Hier das Ding hin und so. Ich wollte mal dich nicht nerven und habe dadurch mein Electric Furnace gerade auch noch geschrottet. Darfst mich gerne nerven, habe ich gar kein Problem mit. Weil ich natürlich den angeschlossen habe, ohne den Transmitter Upgrade-Dings reinzupacken. 4, 5, 6, 7, 8. Oh Mann, oh Mann. Passiert, Alter, passiert. So, ups. Mein Buildcraft-Energiesystem funktioniert jetzt. Und wir sind bei 26 Minuten. Jo, passt. Dann gucken, was ich für den Furnace brauche. Okay. Wunderbar. Leute, das gefällt mir doch so, wie es ist. Nur, die hier müssen auf Output gestellt sein. Jetzt wird das Ding nämlich gefüllt. Und mein Energiesystem läuft, 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 läuft. Nice. Der Eisenfarm braucht halt einfach ein Weilchen, deswegen ist das wurscht. Und solange Lava da ist, ist auch immer Energie da. Und ich werde in der nächsten Folge, ich weiß nicht, hängen wir noch eine Folge dran oder wie ist es mit dir? Ich habe keine Zeit mehr, ich muss ja morgen zur Schule. Ach so, ja, ich habe ja Ferien. Uhahaha. Dann werde ich wahrscheinlich morgen noch ein paar Folgen aufnehmen. Mal sehen, ob da irgendwer Zeit hat. Ja, mach das. Und da werde ich dann ein bisschen mit den Buildcraft Assembly Table und so rumspielen. Okay. Ein Lager habe ich immer noch nicht gebaut. Ich mache noch kurz mein Electric Furnace und dann. Jo. So, noch ein Iron. So. Jetzt habe ich das auch wieder. Wichtigste. Also das Lager tatsächlich noch nicht gebaut. Das finde ich etwas bescheuert. Ohne Mist. So, aber heute denke ich mal dran. Wenn ich, ja, hier sind Glasfaserkabel. Heute denke ich nämlich endlich mal wieder dran, den Mass Fabricator anzuschließen. Boah, mein Vater. Was ist mit dem? Ah, egal. Heißt zum Glück nicht Darth Vader. Das stimmt. So. Das Ding schalten wir an. Nervt er dich, weil er dich irgendwie rumflamet, dass du aufhören sollst? Nicht. Ja, doch schon, aber. Nee, wegen Licht angelassen. Das kostet Strom. Oh, ja, okay. Jetzt hat er bei mir auch noch Licht ausgemacht. Jetzt ist hier dunkel. Das ist natürlich auch schön. Nee, bitte. Mal sehen, wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Also hier kommt
Oh. Okay, eine Wooden Pipe und eine Truhe. Teilte Sache. Ich kann hier alles, was ich eingebe, einfach in so ein Let me Google that for you Link reinmachen. Ja. So, Electric Furnace. Beispiel. Bitte so. Nicht. Dann habe ich hier, lass mich das für dich googeln, Feed the Beast Wiki, bla blub. Ist ja. Das cool. Oh, dann mache ich das doch hässlich. Hässlich. Ich wollte das irgendwie erst verstecken. Nein, so will ich das nicht haben. Alles klar. Oh. Dank dir sind wir jetzt schon über der halben Stunde drüber. So. Naja, was soll's. Electric Furnace. So, der kommt dahin. Holzpipe. Jetzt muss ich doch mal gucken, was der Junge da macht. So, so. So. Dann kommt hier jetzt der Mercerator hin. Genau, und hier der Extraktor. Ach, du hast es jetzt auch so cool gemacht, wie ich mit dem runterfallen lassen. Was? Mit dem Loch. Ja, ich mach das noch anders, aber bleibt auf jeden Fall nicht so. So, das hier jetzt erstmal wieder verschwinden. Jetzt aber dringend zuerst die Overclock-Upgrades. Ah ja. Nee, Transmitter-Dings. Transformer. Warum habe ich ihn auf einmal... Ach, ich habe den nochmal probaut. So. Wie schön von hinten ran. Den Lever. Oh, von hinten. Ja. Stab reinstecken und loslegen. Das Ding macht auch irgendwie merkwürdige Bewegungen. Ja. Wenn man es mal so bedenkt, sieht das schon irgendwie etwas sehr merkwürdig aus. Naja, egal. So, der hat jetzt auf jeden Fall Strom. Jo, passt. Aua! Gehst du mir nicht? Aus der Bahn, Alter. Aus der Bahn, ich muss nach Hause. Die armen Mukus. Ja. Apropos, wo habe ich denn das Getreide hingelegt? Hier ist ein bisschen Getreide, aber das reicht ja nicht. Das reicht nicht für die Mukus. Wo habe ich das Getreide hingepackt, Kollege? Wahrscheinlich unter wieder. So schlau wie ich immer bin. Ich packe hier alles überall irgendwo hin. Nur nicht dahin, wo es hin soll. Der hat Strom, passt. So. Ja, das mache ich auch oft. So. Hier alles wieder zumachen. Ach, scheiß doch auf das Gatter, das mache ich dann nächstes Mal auch. So, jetzt hier noch. Feedstation! Einmal kurz hier ein bisschen verschönern. So. Und hier auch nochmal. Manchmal muss man die Kühe eben zu ihrem Glück zwingen. Oder zum Poppen. Je nachdem. So. Das Gatter hätten wir jetzt. So, dann bin ich auch fertig. Auch fertig, ich auch. Einen Moment. Gut. So, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Man sieht sich in der nächsten Folge und tschüss.